Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Ehrengrad. Ich bringe hier jetzt gerade die Milch zur Schokoladenfabrik. Und dann müssen wir noch den Mist am Hof überladen in den Anhänger. Ich überlege gerade die Abkipptaste da. was sind hier jetzt eigentlich drin alles? Wie viel haben wir? 806 Liter Schokolade, Milch 6000 und Zucker 22.000. Ja, das ist einiges. Also genug Zucker, das hat jetzt keine Eile Milch. Auch genug da. Ja, perfekt. Ich schicke mal den doch gerade wieder hoch. Wenn ich die Maus finden würde. Jetzt? Perfekt. Machen wir das Tor wieder zu. Und suchen den Waldra. Beziehungsweise mal ganz kurz gucken wir im Gras. Weil ich glaube, das ist komplett reif. Ja. Ist orange. Mähbereit. Da muss ich noch dünn. Auch schön, wie die Ecke da weg ist. Da unten ein kleiner Teil. Genau. Das heißt, man kann das mähen. Ist schon mal super. Wird den eigentlich auch losschicken, oder? Ja. Eigentlich dürfte das kein Problem sein. Pflegebereifung hat er ja. Verdammt, eine Lenkung immer. So. Dürfte das doch eigentlich kein Problem sein, den hier loszuschicken, oder? Also, wenn es halt was bringt. Ja, okay, es bringt was. Perfekt. Gut, das heißt, mal gucken jetzt, dass wir den Mist da vorne weg tun. Und dann gucken wir das mal mähen. Lassen wir das so schnell wie möglich. So, Rückwärtsgang da drin. Mann, Mann, Mann. Genau. Dass wir da jetzt so schnell wie möglich loslegen eigentlich. Ein paar Palettengabel gerade. Gerade nett. Unten stehen immer noch zwei Dinger. Na gut, die haben ja keine Eile. Die haben ja keine Eile, die Paletten. Schaufel müsste vorne im Misthaufen stehen. Da habe ich sie zumindest jemand mehr hingestellt. Und ich meine, die letzte da stehen sehen zu haben. Stehen gesehen zu haben. So. Kurze Sache noch. Es ist zwar jetzt neue Woche. Und wahrscheinlich kam letzten Freitag neue Factions. Da ich dieses die Videos hier aber Donnerstag aufnehme. Also einen Tag vorher. Weil es zeitlich für mich am besten passt. Kann ich auf die Fetchies leider nicht eingehen, weil ich kann die nicht vorher haben, als sie da sind. Ich zumindest nicht. Und deswegen, vielleicht mache ich noch ein Video am Samstag oder so. Ein kurzes extra Video für die Fetchies oder so, aber sonst kommen sie halt eine Woche später. Und dann wahrscheinlich nächste Woche halt. Am einfachsten. Muss ich mal gucken, wie es zeitlich klappt. Aber erstmal müssen wir Mist hier aufladen. Und das mit einer kleinen Schaufel. Na ja, gut. Ach, warte mal, ich brauche noch einen. Fällt mir gerade noch ein. Ich muss noch einen Misthaufen, also einen neuen Misthaufen platzieren. Das wird dann landen, der ganze Mist hier weiter hinter. Ja, das gucken wir gleich. Also da müsste, denke ich mal, da landen. Oder sie produzieren kann. Weil der Mist aber zu weit weg ist, glaube ich, aber ich sag nicht.
Ist der Rieke gleich wieder da? Sieht so aus, dann kann der gleich anfangen, die Gülle wegzubringen eigentlich. Weil ich würde sie gern behalten. Aber ich kann es halt nicht so lagern. Es gibt bestimmt kleine Güllelager, ja. Bin ich mal ziemlich sicher. Aber da müsste ich jetzt nicht so wieder rausgehen und gucken und den Kram dran, ne? Also die 25.000 Liter. Kann man auch verkaufen. Man. Ausnahmsweise mal. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Aber gut. Mist, werde ich jetzt erstmal da einladen. Und da mal kurz aufheben und bunkern. Ich brauche den Anhänger ja gerade nicht. Und dann habe ich mit dem noch was anderes vor. Beziehungsweise, da kann man ja übrigens kippen dann. Oder auf den Misthaufen wieder drauf zum Beispiel. Oder kann ich die Gülle vielleicht in den neuen Kuscher reinpumpen? Nee. Also. Würde mich jetzt wundern, wenn das gehen würde. Kann man mal probieren, kann man es mal. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Wie viel ist es eigentlich noch hier? Und der Gefühl gar kein Ende. Macht sowas auf. Da müssen wir wieder was anderes hier. Upp, die Kalbproduktion haben wir auch noch, das stimmt ja. Ja. Alles noch so ein paar Sachen hier. Jetzt mal ehrlich, wie viel ist denn das noch hier? Muss ja auch noch 1000 Liter schauen. Das ist halt nix. Wann da alles reingeht? Also ich denke mal schon, aber nur weil er glaubt 25 Kubikmeter laden kann oder was, glaube ich. Also, da kann das ja nicht alles laden, weil es ja im Gewicht dann nicht mehr passt. Da kann der nur so viel laden, wie es im Gewicht passt. Wenn er durch viel bei ihm reingeht. Ganz einfach. Ich hätte gern Telelader. Mit einer größeren Schaufel. Oder am besten noch ein Radlader. Aber gut, dann wäre ich ja doch gleich wieder fertig. Das wäre ja auch wieder langweilig. So, zack. Na, wie viel ist denn das jetzt noch hier? Kann dann nicht mehr allzu viel sein. So groß ist der Haufen doch gar nicht mehr. Ach Gott. Soll ich den schalten die ganze Zeit dazu? Ist der. Er wird blockiert, warte mal. Ja, ich lade mich jetzt erstmal auf, dann gucke ich weiter. Treppende. Ach nee, dieser scheiß Sound schon wieder. Dieses Dreck jedes Mal. Sagt der wird blockiert, ey.
durch doch gar nichts. Das waren noch so ein, zwei Ladungen, oder? Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Na komm. Ah. Könnte noch eine, vielleicht noch zwei Ladungen sein. Aber nicht mehr. Sag ich. Eine, höchstens zwei Ladungen. Komm. Kriegst du alles da rein, oder? Ah. Kleines bisschen noch, eine noch. Dann haben wir es. Ein Ding ist aber langsam schon voll. Dann können zumindest schon mal der Misthaufen fort. Beziehungsweise wird umplatziert. Stopp. So. Letzte Ladung. Perfekt. Dann haben wir das jetzt schon mal fort. Rohrschaufel gerade noch? Nee. Nö. Perfekt. Dann stellen wir die Leute vorne rein. Gerade nur die Palettenkabel. Ja. Fahr gegen die Tür, genau. So. Also wir sehen jetzt gerade mal noch stehen. Du kommst gleich zum Einsatz, Lindner. Da. Wer bist du mit dem Düngen jetzt? Ist doch nicht so schwer. Warum? Hier ein Stück gerade fahren, so. Zap, zap. Und dann wieder zurück. Und da irgendwo wieder anfangen zu düngen. Ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo. Ich sehe es halt auch nie. So, hier so. Komm es hin. Stell mal hier ein. Könnte ganz gut passen. Ja. Perfekt. Und dann wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch und dann ist perfekt. Du verstehst? Ich hoffe es. Nee, die brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Da. Den wollen wir. Denn ich will die Gülle und dann probieren, ob die vielleicht in den neuen Stand reingeht. Ich glaube es nicht. Probieren geht über studieren. Jetzt steht der Scheiß New Holland darum. Also nicht scheiße, aber ja. Ich will das mal auffüllen, bitte. Hallo? Wie? Wir müssen versehen, dass da keine Gülle reingeht, oder was? Doch da rein. Hä? Hey? Wie, da geht keine Gülle rein.
Oh. Es geht in den Gülle rein. Und er darf ein Güllefass. Ernsthaft. Da geht zwar Milch und Flüssigstücke. Als Flüssigstücke an Herbizide gehen, aber keine Gülle. Gülle ist halt dickflüssiger. Oh, ja. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Ausbringerfass. Ihr seid einfach nur zwei. Ich sag jetzt mal Lieferfässer, ne? Genau, dann nochmal hier weiter. Ja. Machen wir es ganz einfach. Nehmen wir dieses wunderschöne Fass. Tun das einmal mieten. Genau. Ja. Ich habe keine andere Wahl. Dann stellen wir dieses Fass jetzt gerade mal. Keine Ahnung wohin. Wo es nicht im Weg steht vielleicht. Ich sitze mal im Weg. Jetzt mal davon auf die Wiese. Gerade mal. Das ist eine ganz schlechte Idee, ne? Ach, weißt du was? Die 5 Meter kann man auch fahren jetzt. Auf. Oh. Ja, das habe ich in den sich gewechselt. Schenkt ja davon am Zaun da. Ja, ja. Ach, nee, doch nicht. Habe ich jetzt gedacht. Alter, jippa. Scheiß Update immer. Na, so. Warte mal, ist es fast schnell. Dann schicken wir den wieder hoch. Und dann gucken wir mal uns Misthaufen. Genau. Genau, genau, genau. Juppa. FATD. Tede? 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 Pfff. Alter. Was macht der Feld 9? Ich krieg die Krise mit dem jedes Mal wieder. Nicht so nämlich Cosplay. So. Aber gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächste Folge gucken wir mal, dass wir die Gülle ihm von A nach B bringen. Und ja, dann lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Like. Und bis nächste Folge dann. Tschüss.